willkommen zu unserem ersten oder zu meinem ersten Let's Match sozusagen. Ich mache ein Match gegen MC2er, also nur Sniper, in der Map The Room. Ich kenne ihn aus der Schule und er wollte ordentlich was in die Eier kriegen. Nein, ich habe jetzt keinen Plan, wie es ablaufen wird, also wer gewinnt. Also ich hoffe natürlich ich. Die Ringe sind nur Sniper, Pistole, also keine ausgerüsteten Sachen, außer also keine Rüstung, außer Sniper, Pistole und das, und sonst so an Waffen hat. Ja, das ist doch schön. Er behauptet nämlich die ganze Zeit, dass er besser ist als ich. Und jetzt machen wir so ein kleines Match, um es zu beweisen. Voll gerade so herzhaft. Ich habe echt keinen Plan, wer gewinnt. Also man darf auch keine Tränke einsetzen. Ich sitze zwar noch unten in der Leiste, aber... Momentan sieht es doch ganz gut aus. Ein 2-0er. Fuck. Scheiße. Ich habe auch gerade abgedrückt. So schnell kann es gehen, wenn man keine Rüstung hat. Meistens echt nur Sekunden. Einfach mal höher. Ich weiß nämlich gerade nicht, wo ich wo er ist. Komm raus. Ich weiß, es ist jetzt leicht campen, was ich hier mache. Heul doch. Scheiße. Fuck! Scheiße. Och, Penner, ey. Das ist jetzt ein 15er Match, also 15 Minuten. Ich verlaufe mich oben drin immer. Mal gucken, ob ich zusammen Spawn finde. Fuck. Oh nein, keine Regenerationstränke. Ich hab eine Abmachung. Was ein Penner, ey. Wir treffen vorher Abmachungen, damit nicht damit, dass sie bricht wieder, ey. War da kein? Oh.
eigentlich versucht, da wieder zu mir hinzukommen. Meine Hände sind gerade voll schwitzig. Und das Zweite, was euch nämlich aufgefallen ist, ist von mir das erste Let's Play, könnte man es ja nennen, wo ich alleine spiele. Weil meistens, oder kommentiere. Weil meistens ist ja so, dass wir mehr, also dass wir mindestens zu zweit sind. Und Jay, der macht auch gerade Reviews, also Mod-Reviews. Da ist dann auch alleine. Aber von Blackie gab es bisher noch nichts vor, ganz am Ende. Jetzt nach links. Und dann da runter. Oh, er ist runtergefallen. Ah, immer diese großen Töne von den Leuten und dann kriegen sie es nicht gebacken. Sowas regt mich immer auf. Immer so, ja, ich bin viel besser als du und ich bin jetzt auch nicht der Beste, ich gebe es ja zu, aber wenn man es dann immer noch selber sagt, dass man besser ist und dann verscheißt, ist das doch schon leicht peinlich. Na, fuck. Ich hatte ihn auch gerade im Visier. Oh ne, jetzt versucht er an der Seite hoch. Von hier oben und dann ist das natürlich nicht so gut. Dann hat er den Überraschungsmoment sozusagen auf seiner Seite. Ich sag schon, ich treffe mich selber mit meiner Granate. Sowas ist nie wirklich. Oh, fuck. Scheiße. Weiß ich mindestens, dass er da noch rumhängt und Kacke macht. Probier mal. Alter. Voll der Camper. Sich nicht mal bewegen, einfach nur still rumstehen. So, es macht mich richtig garstig. Ist doch nicht lol. Headshot. Wieso soll ich warten? Fate nicht. Ich fate. So. Und ich breche nicht die Regeln. Ich benutze keine Scheißtränke. Also es geht mir mal wieder richtig auf den Keks, ey. Ah, ist schon wieder unten gespawnt. Glaube ich zumindest, dass ich ihn gehört habe. Ich mag Toastbrot. Oder hat jemand die Delta selten gewonnen? Nein, ich habe die ganz normale, falls ihr fragt. Ah, ist wieder umgespawnt. Ich habe jetzt. Meine Razor Orca haben leider einen Wackelkontakt oder Kabelbruch, was leider öfter passiert bei denen. Deshalb habe ich die gerade nicht auf, sondern nur so kleine Fitzeldinger. Aber ich versuche damit immer noch zu hören, wo er ist.
was nicht ganz so einfach ist. Versuche ein bisschen in Bewegung zu bleiben, nicht, dass ich aber tot bin. Ich sehe noch gar nicht. Das heißt, er läuft irgendwo am Rand rum. Ah, mache ich mich mal auf den Weg nach oben. Mike nervt. Junge, es ist nicht sehr schlau, die Namen von anderen Leuten im Let's Play zu erwähnen. Er weiß nicht, dass ich aufnehme, damit er sich seine Niederlage immer wieder und wieder angucken kann. Das ist mir nämlich scheißegal, ob der Typ nervt. Dann stell dich auf beschäftigt, Junge, ey. Der Typ ist echt ein Toastbrot. Okay, das war jetzt nicht der Wurf des Jahrhunderts. Oh, ich hasse es, wenn jemand so auf freiem Feld ist, ey. Dann treffe ich den nie. Immer weiter runter. Andere Seite. Oh, Digga. Wieso trifft er mich dann unbedingt dann? Jetzt bist du am Arsch. Jetzt bist du am Arsch. Ist er tot? Ja. Ah, da ist er. Scheiße. Hä, wo war er noch gleich? Ich bin gerade runter. Ach ja, hier unten. Da vorne war er, ja, stimmt. Er war. Wie gesagt, ne? Na, ist schon wieder da oben. Ist zum Rand gegangen. Das Problem ist, seine Waffe schießt ein bisschen schneller. Aber den kriege ich noch vergewaltigt. Ich weiß nicht, ob er da oben gerade ist. Nein, er ist schlecht. Ist mir ehrlich, ich bin allein dreimal, habe ich aus Versehen Selbstmord gemacht. Aber
Ja, mein Internet laggt gerade ein bisschen, weil ich uploade gerade noch etwas. Aber ich hoffe, das beeinflusst das Match jetzt nicht so doll. Ach, ich geh mal wieder zu ihm rüber. Ach, es sind nur noch 30 Sekunden. Ich würde mal sagen, dass ich momentan klar gewonnen habe. Wie kann man sich mit einer Granate selber töten? Ja. Sorry, dass ich jetzt sowas, was ich jetzt hier geschrieben habe, weil eigentlich wollte ich das nicht machen. Aber das geht mir jetzt auf den Sack, dass er hier Selbstmord begeht. Ja, Win! So, Leute, da habt ihr es gesehen. Ich bin besser als er. Da unten liegt der kleine Sack. Das war jetzt ein nicht ganz langes Match, also 15 Minuten. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr noch mehr solche Matches wollt, sagt einfach Bescheid. Zum Beispiel nur Bärchen und ich gegeneinander. Das haben wir schon mal auf der Map gemacht. Und da hatte ich nie keine gute Sniper. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.